Die Legende der Gräfin Emma. Die reiche und gutherzige Gräfin Emma lebte in einem schönen Haus an der Lesum. Ihr gehörte viel Land in Bremen. Zwei Bürger aus Bremen fragten die Gräfin Emma: Du hast so viel Land, können wir von deinem Land etwas bekommen, damit wir unsere Tiere auf dem Land weiden lassen können? Gräfin Emma war nett zu den Bürgern und antwortete: Ein Mann soll ein Stück Land umlaufen und dieses Land will ich euch dann geben für eure Tiere. Ihr Schwager Benno war ein geiziger Mann. Er wollte später das Land von der Gräfin Emma erben und erwiderte: Wir lassen ein Kuppel das Land umlaufen, so viel Land wie ein Kuppel an einem Tag umrunden kann, soll euer Land werden. Der Mann ohne Beine lief einen Tag aus seinen Händen um das Land herum. Die Bremer Bürger riefen: Weiter so, du schaffst es! Dem Mann ohne Beine gelang es, ein großes Stück Land zu umrunden. Die Bürger freuten sich über das neue Weideland und ließen nun ihre Tiere drauf weiden. Der Schwager Benno ärgerte sich, denn die Bremer Bürger bekamen mehr Land von der Gräfin Emma als geplant. Heute findet der Bremer Freimarkt auf dem alten Weideland der Gräfin Emma statt, das sie den Bremer Bürgern schenkte. Zu Füßen des Bremer Rolands auf dem Marktplatz kann man heute noch den Krüppel als Denkmal ansehen.